So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Kann Waffeln sockeln, wenn man sie zweimal hat. Deswegen ist mein Schild hier jetzt ein bisschen besser. Hat es ja zweimal jetzt gehabt gerade. Dann gesockelt. Mit der Axt geht das nicht, weil das da eine andere Axt ist. Gut, was ist das da, eine Truhe oder? Ja, ist eine Truhe. Sehr schön, da ist direkt schon mal eine neue Rüstung drin. Die bringt allerdings nicht, die ist nämlich genauso gut wie die alte. Aber diese Schuhe hier sind besser, beziehungsweise die Stiefel. Gut, damit hätten wir die Kroms besiegt. Kann ich den... Vielleicht interessant. Nee. Gut, gibt's noch irgendwas? Hier komme ich nicht durch. Okay, was ist hier hinten? Hier sind nur noch irgendwelche Fässer. Alles klar, damit wäre diese Quest wohl erledigt. Wie komme ich zum Questlog? Oder überhaupt mal... Gott, mit welcher Taste komme ich überhaupt... Hä, was war das denn? Mit welcher Taste komme ich hier denn überhaupt irgendwo hin? Tastatur, so... Wo ist denn hier? Inventar. Ne, Skill-Interface. Oh, so ein Case. Das brauche ich nicht. Inventar öffnen. F2. Wie kommt man da auf F2? Aber speichern wir doch direkt mal. Passt schon. Gut. Also mit F2 öffnen wir hier das Inventar. Hier können wir übrigens Tränke brauen. Bringt im Moment noch nichts. Aber da wollte ich ja gar nicht hin. Wo bin ich hier? Ah, hier kann ich jetzt skillen. Ich skill mal auf Lebenskraft. Und auf Stärke, weil ich werde wohl Schwertkämpfer werden. Skillpunkte, was haben wir da? Schwimmen, Reiten. Was, das sind so allgemeine Fähigkeiten. Defensivkampf. Fieser Trick. Machen wir hier mal kritischer Treffer. Ja, komm. Das passt so. Und jetzt, Moment, wie geht's denn hier noch weiter? F3. Was haben wir hier? Das ist die Karte. Das ist... Ah, das sind die Gilden. Und wie kann ich meine Skills... Ah, und so kann ich die hier unten reinbewegen, oder was? Ich weiß das gar nicht mehr. Okay, lassen wir jetzt erstmal... Ich gehe wieder raus. Mein Auftrag ist ja erledigt. So, jetzt geht die Tür wieder auf und ich komme ans Tageslicht. Zur Grafik, kurz von The World. Ich finde die eigentlich ziemlich cool noch. Ist ja schon älter, das Spiel, aber die Gesichter gehen einfach gar nicht. Was suchst du auch hier? Ich sagte doch, dass ich dich nicht mehr brauche. Der Dorfälteste schickt mich mit deiner Belohnung. Nur für den Fall, dass du nicht ins Dorf zurückkommst. Unsinn, warum sollte ich nicht zurückkommen? Kurz nachdem du weg warst, bekamen wir merkwürdigen Besuch. Sie haben nach dir gefragt. Wie hat der Besuch ausgesehen? Es waren Krieger. Keine sehr angenehmen Zeitgenossen. Einer von ihnen ist immer noch da und wartet auf deine Rückkehr. Und ihr habt gedacht, ich würde mich nicht zurücktrauen? Warum habt ihr nicht einfach gewartet, ob ich das Gold abhole? Ich verstehe nicht ganz. Da, wo ich herkomme, zahlen die Leute nur, wenn man sie dazu zwingt. Wir sind hier im Talmond. Wir schätzen gute Arbeit. Ich muss wohl noch eine Menge lernen über diese Gegend. Wirst du mit mir zurückgehen? Aber dieser Mann... Ich habe ihn bereits erwartet. Ein Freund von dir? Nein. Er hat etwas, wonach ich schon lange suche. Sag mir, wo ich ihn finde. Im südlichen Teil des Ortes. Wir haben ihm eine bessere Bleibe angeboten, aber er hat abgelehnt. Du kannst ihn nicht verfehlen. Gut, viel Glück. Mit dem habe ich jetzt hier nichts mehr zu bereden. Gut, das wird heiß. Also das heißt, der Typ ist wieder da. Und hat ja, wahrscheinlich eine Nachricht für mich. Was liegt hier? Mal nachschauen. Hier liegt noch ein Haufen Zeug rum. Kann ich den hier looten? Nee. Ja, also der Dings ist wieder da. Oder was heißt wieder da? Der Dings ist da, dieser Fremde. Der hat ja in diesem Brief geschrieben, ich soll da hinkommen. Wieso ist denn die Grafik so hässlich? Doch nicht so cool. Alles auf Anschlag. Naja, egal. Vielleicht muss man sich einfach nur dran gewöhnen. Gut, was ist das da für ein Ding?
Du hast einen neuen Ort gefunden, Mana-Quelle, okay? Ist das da die Kampfmusik oder was? Nee, ich höre... Ah, doch, da hinten ist irgendwas. Zieh deine Waffe, du Idiot. Ah, jetzt, okay. Oh-oh. Hier sind Wombs. Die sind aber stärker wie die Wombs in dem Dingenskirchen. Wie die Wombs in dem... Was waren das? In dieser Höhle da. So, aber... Kein Problem. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Wie sieht's denn aus mit Heiltränken? Da hast du noch Heiltränke, oder? Ja. Heilvergiftung. 250 HP zurück. Okay. Die kann ich doch bestimmt hier unten... Ah, der ist schon da unten drin. Gut, und... Wieso ist mein Schild nicht mehr angelegt? Okay, was habe ich hier für eine Waffe? Die macht mehr Schaden wie meine. Was haben wir da? Nee. Okay, dann lege ich die Waffe an. Die ist besser als meine. Gut. Mal sehen. Nehme ich mal hier noch das ganze Zeug auf. Mal sehen. Und loote natürlich auch noch die Goblins. Lag hier nicht noch irgendwas? Nee. Was hat er hier noch? Der hat einen Stab. Wassermagier Novizenstab. Okay, ah, und hier kann ich gleich wieder meine Schilder sockeln. Boah, das hat jetzt schon 41 Verteidigung. Nicht schlecht. Kann ich das da nicht nur irgendwie sockeln? Da habe ich doch schon mal so eins gehabt. Na, egal. Okay. Was gibt's hier noch? Kann ich hier mit? Hier ist dann noch eine Truhe. Dafür brauche ich aber einen Schlüssel, so wie es aussieht. Oder ist ein Dietrich. Dietrich zerbrochen. Ah ne, dann behalte ich meinen letzten Dietrich mal. Keine Ahnung, vielleicht kann man den ja noch brauchen. Gut, Waffe kann ich wieder wegstecken. Alles klar. Ah, da oben ist ein Wiedergeburtspunkt. An dem werde ich dann also wiedergeboren. Ich muss hier direkt mal einen Heiltrank trinken. So, und jetzt schaue ich mir doch direkt mal mein Inventar an. Wo ist denn das? Hier. Da kann ich jetzt Tränke brauen. Das will ich jetzt direkt mal machen. Das ist nämlich hier irgendwie ganz cool. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr so genau, wie das ging. Ich mache die hier beiden jetzt einfach mal zusammen. Und was kommt raus? Ein Heiltrank, oder? Erhöht Lebenskraft um 1. Steigert Geschicklichkeit um 1. Cool. Gut. Den könnte ich jetzt direkt mal trinken, weil dadurch bekomme ich ja... nee, nicht wegschmeißen. Pff, trinken wollte ich das Ding. Wie geht denn das? Ah, so. Gut. Was haben wir hier? Reden wir mal mit dem. Gut, dich hier zu sehen. Wer bist? Zeig mir deine Ware. Oh, schade. Dann... Tschö. Ich suche nämlich mal einen Händler. Wer ist er hier? Ich grüße dich. Ja, ich dich auch. Ich hab nichts zu verkaufen. Oh. Ich hatte hier kein Schwein, was zu kaufen. Aber der hat mit Sicherheit was zu verkaufen. Was führt dich nach Talmond? Wäre komisch, wenn nicht. Ich hab nichts zu verkaufen. Was? Der steht doch hinter einem Tresen. Wieso hat er nichts zu verkaufen? Was ist das für ein Vollidiot? Und ich hab er hier was. Willkommen bei der Händlergilde. Ah, okay. Wenn der nichts hat, weiß ich auch nicht. Gut. Der hat aber nichts, was ich unbedingt will. Kleiner Heiltrank, den könnte ich mir kaufen. Ansonsten, puh. Gut, die Schuhe hier sind noch ein bisschen besser. Nee. Ah, aber verkaufen kann ich. Verkaufen kann ich. Weil ich brauche den meisten Mist, den ich hier habe, ja gar nicht. Stachelfalle behalte ich mir noch. Das ist das schlechte Schild, ja. Ja, das brauche ich ja alles nicht mehr. Weg damit. Bogen. Na komm, ich benutze den sowieso nicht. Schön. Jetzt habe ich ja wieder Platz im Inventar. So. Kann ich dir weiterhelfen? Wer ist er hier? Du bist doch dieser Söldner. Ich habe davon gehört, was im Tempel passiert ist. Für einen wie dich hätte ich einen Auftrag.
Aha. Was für ein Problem hast du denn? Letztes Jahr haben ein paar Leute aus Komorin eine neue Siedlung gegründet. Viel zu nah am Gletscher haben sie gebaut, wenn du mich fragst. Jedenfalls haben wir schon lange nichts mehr aus Brunhill gehört. So heißt die Siedlung. Es wäre nicht schlecht, wenn jemand mal nachschaut, ob dort alles in Ordnung ist. Ja. Du hast sicher viel zu... Ja. Ich gehe weiter. Ich habe keinen Bock, dem zu helfen. Ich weiß schon, was da passiert ist. Das Dorf wurde von Orks überrannt. Ich grüße dich. Aber ich habe jetzt keine Lust, dahin zu reiten. Suchst du nach ganz speziellen Waren? Ah, schön. Dann zeig mal, was du hast. Mal sehen, ob der... Oh, der hat auch nur so Mist. Ah, ne, der hat einen Lederhelm. Wie gut ist meiner? Der ist besser wie meiner. Kostet 136. Den Trank könnte ich auch gebrauchen. Dann hole ich mir den doch direkt mal. Verkauf meinen alten. Wohl dir, Fremder. Ah, ich habe ja immer noch die Rüstung hier an. Da sieht man den Helm noch gar nicht. Naja, egal. So, er hat neuen Talmont. Auch eine Quest scheinbar. Kann mich nicht entsinnen, dich hier schon mal gesehen zu haben. Du gehörst doch zur Bruderschaft, richtig? Was hat deine Gilde so weit im Norden verloren? Die Bruderschaft ist in allen Landesteilen vertreten. Talmont bildet hier keine Ausnahme. Aber warte mal, jetzt weiß ich, wer du bist. Du bist dieser Kopfgeldjäger, von dem alle erzählen. Suchst du vielleicht einen Auftrag? Es kommt ganz darauf an. Der Pferdezüchter, Visit Delona. Er beliefert uns mit Pferden, hat bei der Bruderschaft um Schutz angefragt. Aber wir haben im Moment alle Hände voll zu tun. Ich werde darüber nachdenken. Ja, das könnten wir doch mal machen, würde ich sagen. Aber das Ganze erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Begin, Let's Begin Two Worlds. Bis dahin, ciao.